Hallöchen. So, heute mal ein bisschen eine andere Einstellung, weil ich mich mal bequem hinsetzen wollte. Sonst seht ihr das Ganze ja von oben. Worum geht's heute? Ihr habt es schon gelesen. Ich habe ja im letzten Video gesagt, wen das interessiert, der soll drunter schreiben. Gemacht hätte ich das Video so oder so für Benny. Aber mache ich es halt öffentlich für alle, da es ja einige Leute wohl doch interessieren mag. Vorab. Ich bin jetzt kein Profi in Sachen Ernährung oder so ein Kram. Bin auch kein Fitness-YouTuber hier, die 10 Jahre Sport machen und nicht vorankommen. Wie genug Kanäle auf YouTube, die viel schnacken, aber im Endeffekt nichts bei rumkommt, außer dass sie sich selber bereichern an den Leuten, die die Videos gucken. Ich zeige euch nur, was ich mache. Also ich gebe auch keine Tipps oder irgendwas. Ich sage nur so, wie ich es mache. Das muss keiner machen. Vorab. Es muss keiner machen. Es ist halt nur eine Möglichkeit, sage ich mal. Und wie gesagt, also ich mache es so. Es muss keiner so machen. Das vorab, bevor wir da irgendwelche sagen. Man weiß ja, wie es ist. So. Also. Ich hatte ja gesagt, ich habe mir da so ein paar Dinge bestellt. Das heißt, ein paar Dinge, es sind genau zwei, die die Nahrung so ein bisschen ergänzen sollen. Was aber im Endeffekt, das ist keine Sportnahrung, das ist rein Naturzeug, rein pflanzlich. Also pflanzlicher geht es eigentlich gar nicht. Hat aber richtig krasse Werte, was so Eiweiß und sowas angeht oder Eisen, Zink und so ein Zeug. Hat alles, was wichtig ist, was viele auch vernachlässigen, finde ich. Viele vernachlässigen halt, dass der Körper zum Sport viele Dinge braucht, um die Muskeln auch dementsprechend aufzubauen. Das vergessen halt leider viele. Die denken, ja, ich knall mir einen Eiweißshake vorm Training und nach dem Training rennen oder wie auch immer. Und dann kriege ich breite Arme. Das ist aber weiß Gott nicht so. Die Genetik hat dann irgendwann ein Ende. Und dann geht es halt nicht weiter. So, und ich hab jetzt für mich festgestellt, ich kann dir mal kurz erzählen, wir haben ja Zeit. Ich habe früher extrem viel Sport gemacht, hat auch einen dementsprechenden Körper. Habe dann wieder Montagearbeit angefangen, hatte dadurch keine Zeit oder extrem wenig Zeit zum Trainieren. Das merkt man dann natürlich sofort. Dazu muss ich aber auch sagen, ich konnte damals echt essen, was ich wollte. Ich hatte einen extrem guten Stoffwechsel. Ich habe gegessen, 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 egal was ich wollte, egal wie viel. Und es hat sich nichts verändert an meinem Körper. So, da war ich, keine Ahnung, so zwischen 16 und 18, irgend sowas. Oder 19. So. Ja, irgendwann fing das dann an. Durch meinen Beruf als Tiefbauer und Maschinist muss man natürlich ein bisschen schwer schuften. Man übertreibt es auch oft gern aus Zeitdruck und sowas. Und dann hatte ich glaube mit 24 oder sowas, oder 25 war das, hatte ich eine Bandscheibenquetschung und eine Wirbelquetschung an den letzten unteren Wirbeln. Ja, dann musste ich ein Jahr, über ein Jahr habe ich auf jeden Fall ausgesetzt. Habe zwischendurch immer mal wieder probiert, aber es geht halt nicht so. Und dann habe ich jetzt einen sehr kompetenten Hausarzt, der sich da mit mir hingesetzt hat und mir extrem viele Möglichkeiten geboten hat, das wieder hinzubekommen, dass ich meinen Rücken wieder belasten kann, so wie ich es früher gemacht habe. Ja, an dem Punkt bin ich halt jetzt, sage ich mal. Ich habe auch für mich mitbekommen, dass ich die Leistung, in meinem Kopf ist noch die Leistung von früher und das kriege ich einfach nicht mehr hin. So, und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich in der letzten Zeit, keine Ahnung, ziemlich viel zugenommen habe. Also ich bin 1,89 Meter groß, wiege jetzt, ich habe mich vorhin gewogen, 110 Kilo. Also viel gewogen habe ich schon immer, ich habe extrem guten Knochenbau und alles. Also ich bin auch nicht fett, sieht ihr ja in meinen Videos. Es ist halt nur, ja, wie gesagt, ich habe schon immer viel gewogen. Was ihr da im Hintergrund hört, wenn ihr es hört, ist meine bescheuerte Katze. Ja. Wie gesagt. What the fuck? Ich mache mal kurz einen Cut.
Okay, Cut ist nicht nötig. Jetzt fängt die wieder an. Déjà-vu ist ja wie bei Laser hier mit einem Meerschwein. Naja, egal. Auf jeden Fall, mein Körperfettanteil ist jetzt halt extrem gestiegen, da durch die Ernährung und sowas, weil man achtet ja dann auch nicht mehr drauf. Also, wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel, bei mir ist jetzt Frau, zwei Kinder. So, dann hat man halt nicht so extrem viel Zeit, dann noch Arbeit nebenbei, Dama, Dama, Dama. Dann kommt man irgendwann automatisch, das ist wirklich unbewusst, das kriegt man meistens gar nicht mit, kommt man in so einen Trott und kauft nur noch irgendwelches, so eine Tüten hier, diese Knorr-Tüten, Lasagne oder irgend so ein Zeug. Und das macht man dann abends, das dauert meistens eine halbe Stunde und dann hat man das Essen auf dem Tisch, man freut sich, man ist halt fertig. Wenn man das aber jetzt eine gewisse Zeit macht, merkt man echt extrem, wie die Muskeln abbauen und das Fett zunimmt am Körper. Also ich merke es vor allem am Bauch bei mir. Der Oberkörper, der ist noch relativ guten Schuss, aber der Bauch ist rausgekommen halt, wie man so schön sagt. Passt mir halt nicht. Deshalb habe ich nach anderen Wegen gesucht. Dann habe ich so ein bisschen, wie man das heutzutage halt so macht, im Internet und bei YouTube geschaut. Hab dann so, also Flying Uwe zum Beispiel verfolge ich ja schon eine ganze Weile. Hab bei ihm dann mal so ein bisschen rumgeschaut, wie er das halt so macht. Er ist zwar jetzt auch kein Bodybuilder, er ist ja Kampfsportler. Aber seine Ernährung ist eigentlich recht gut. Und dann habe ich mir das so ein bisschen angeschaut, was er da so macht. Und ja, das Zeugs habe ich jetzt quasi bestellt. Das wird zwar Flying Uwe nicht sehen, aber ich danke ihn an der Stelle, weil hier ist auch ein Gutschein dabei gewesen. So, ich hoffe, ich habe es nicht vergessen. Ich war gerade ein bisschen irritiert durch die Katzen hier, die drehen völlig am Abwischen, oder? Aber auch egal. Das Ganze ist von, das zeige ich euch gleich. Erst machen wir hier. Und eins muss ich sagen, ganz billig ist es nicht. Ich bin zwar echt ein Sparfuchs, aber so billig war es jetzt nicht. Also die Gucci-Beeren 500 Gramm haben 12,75 € gekostet mit Mehrwertsteuer. Die Chiasamen 450 Gramm haben 7,95 € gekostet. Dann habe ich hier den Flying Uwe 10% Rabattcode eingelöst. Da habe ich nochmal 2,07 € gespart und dann nochmal durch Vorkasse nochmal 2% weniger. Das waren dann 41 Cent, sage und schreibe. Versand ist kostenlos und da kam ich dann am Ende auf 18,22 € mit Mehrwertsteuer. So viel dazu. Ist noch so, das ist auch, also das ist der Shop hier übrigens. Ich kann euch den Link ja auch mal in die Videobeschreibung packen. Es ist extrem viel auf Öko und so gemacht. Ich bin ja jetzt kein Öko-Freund, aber ich habe zum Beispiel gestern auch wieder mit Benny, also von German Aussie Playground, gesprochen gehabt, wie das sich so entwickelt in letzter Zeit. Also, was heißt in letzter Zeit, ist ja schon immer so, aber seit dieser extremen Konsumgesellschaft wird das ja immer schlimmer, dass die Tiere so extrem ausgebeutet werden. Ich bin zwar nach wie vor, werde ich auch niemals ändern, Fleischesser, aber ich finde, man sollte beim Einkaufen schon ein bisschen darauf achten, wie die Tiere gelebt haben. Also ich rede jetzt nicht, dass ihr Bio kaufen müsst. Da nicht, wo Bio draufsteht, ist nicht unbedingt Bio drin. Aber ja, wie gesagt, schaut da ein bisschen drauf, weil es ist echt krank, was mittlerweile mit den Tieren so getrieben wird in der Massenhaltung und so. Nur mal so am Rande. Ja, ist halt alles so ökomäßig schön verpackt hier. Das ist alles ein schönes Ökopapier hier oder wie nennt man das? Ja, das aussieht wie Altpapier, die Rechnung ist auch aus so einem grauen Papier gemacht. Ja. Dann haben wir. Das gucken wir uns gleich an. Oder das können wir uns eigentlich auch gleich angucken. Hier geht es jetzt im Speziellen um die Chiasamen. Ich weiß nicht, ob das von euch jetzt schon mal jemand gehört hat. Ich habe es vorher noch nie gehört, dass es sowas gibt. Und das Zeug ist echt krass. Wenn man jetzt hier mal so guckt, Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren. Die sind auch extrem wichtig zum Muskelaufbau. Da komme ich aber vielleicht gleich nochmal zu. So, ein Löffel von diesen Samen hat so viel Omega-3-Fettsäuren wie 780 Gramm Lachs. Das muss man sich mal geben, das ist echt krass. Ballaststoffe wie ein bis zwei Scheiben Vollkornbrot,
Eisen wie 30 Gramm Spinat, Eiweiß wie 15 Gramm Mandeln, aber nur halb so viel Fett, Kalzium wie 65 Milliliter Milch, doppelt so viel Magnesium wie Zink und doppelt so viel Magnesium und Zink wie drei Walnüsse bei gleich viel Kalorien. Das ist echt krass. Hier sieht man das so, wie so eine kleine Broschüre, ist recht nett gemacht. Hier sieht man nochmal im Einzelnen, wen es interessiert, die Nährwerttabelle. Und hier ist auch wichtig, ich höre, oder ich habe jetzt bei manchen kleinen Fitness-YouTubern gesehen, dass die mal alle Fett so verabscheuen, was ich totalen Schwachsinn finde, weil ich habe schon in meiner früheren Sport, in Anführungsstrichen, also meine früheren Zeit, wo ich Sport betrieben habe, oft von Ärzten sowas gehört, dass Fett extrem wichtig ist, um das ganze Zeug überhaupt zu transportieren und das Ganze überhaupt umzuwandeln. Deswegen bringt es euch nichts, wenn ihr komplett auf Null-Fett-Basis versucht, da irgendwie abzunehmen oder so ein Scheiß. Also lasst euch da nicht immer zu viel erzählen. So, Karton kann weg. Fangen wir am besten erstmal mit den Chiasamen an. So kommt das Ganze zu euch. Ich habe es natürlich schon mal aufgemacht. Ich war natürlich neugierig wie Nappos Lumpi. Ich wollte es unbedingt wissen. Es ist hier so eine Dose. Oh, ganz einfach. Ja, das war jetzt nicht sehr clever von mir, das Ganze zu schütteln. Es liegen hier ein paar Samen rum. Aber ist ja auch egal. Es ist hier noch so ein Silberding drin. So. So sehen die ganzen aus. Da ist auch noch so ein kleiner Löffel oder Scoop oder wie auch immer ihr das nennen wollt drin. Und so sieht das Ganze aus. Das sind echt extrem kleine Samen. Die sind auch vom Geschmack her, ich habe sie schon gekostet, die sind vom Geschmack her echt neutral. Also die schmecken nach gar nichts. Und das Geile an den Dingern ist, ihr könnt die halt überall reinmachen. Ihr könnt die in Joghurt machen, in Quark, in Pancakes, in whatever, überall, wo ihr Bock drauf habt, wo ihr denkt, hey, ich brauche jetzt nochmal einen kleinen Schub von irgendwas, könnt ihr die mit reinpacken, was ich richtig geil finde. Ich habe sogar schon gesehen, dass manche Leute die Dinger auch in ihren Eiweißshake oder sowas mit reinmachen. Finde ich, ist eine coole Nummer. Kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, die Dinger könnt ihr zu kauen, ihr könnt ihr aber auch so schlucken, weil sie sind echt mega klein. Hier ist ein so ein Korn, die merkt man echt gar nicht. Die gehen dann im Magen auf, sozusagen. Also leicht gehen die dann auf und entfalten dann ihre Nährstoffe, was da alles drin ist. Und das ist echt eine saubere Sache, finde ich. Ist auf jeden Fall cool. Ich denke mal, so eine Dose hier, das sind 54 Gramm, die haben jetzt gekostet. Habe ich schon mal vergessen. 400 Gramm, 450 Gramm haben jetzt 8 € gekostet. Ich denke, das reicht locker einen Monat. Also locker bin ich mir extrem sicher, dass die so lange halten werden. Und das ist auch wieder okay. Mindesthaltbarkeit bis 31.08.2017. So viel dazu. Dann habe ich ja noch, weil ich habe jetzt, also ich bin eigentlich so ein Chips-Fan. Da ich das aber abstellen möchte oder muss, musste ich mich natürlich nach einer Alternative umgucken, was ich mir ab und zu mal so in den Mund schaufeln kann. Dann habe ich, ach Scheiße, das habe ich jetzt nicht hier, das hätte ich mal vorbereiten können. Naja, egal. Habe ich in einem bekannten Discounter mir also getrocknete Früchte, so eine Schale, da sind ganz viele Früchte drin, aber da ist extrem viel Zucker drin. Und die Teile hier sind komplett ungezuckert. Jetzt könnt ihr auch noch mal gucken, die sind extrem viel Kohlenhydrate. Fett sind es 7,14, das ist eigentlich noch im Rahmen, sage ich mal. Eiweiß 12 Gramm, extrem gut. Die kann man zu allem dazu machen. Die kommen in so einer coolen Papphülle mit so einem wiederverschließbaren Deckel. Die kann man auch ins Müsli machen oder einfach so naschen. So sehen die aus. Kann man es erkennen?
Ich hole einfach mal eine raus oder ein paar. So sehen die aus, so wie, ja, wie halt getrocknete Früchte halt so aussehen, ne? Die schmecken ein bisschen wie Gummibärchen. Also haben schon einen coolen Geschmack irgendwie. Und Konsistenz ist so wie bei, ja, getrockneten Früchten halt, wie bei Rosinen oder sowas. Aber nicht unangenehm. Aber der Geschmack ist echt gut. Und sowas kann man halt immer zwischendurch naschen. Die sind halt auch extrem teuer irgendwie. Also ich feiere den Geschmack, meine Frau mag es nicht so. Ich finde den Geschmack irgendwie cool. Hat so ein, das kann man nicht ganz beschreiben, das schmeckt so ein bisschen wie Gummibärchen. Und da ist noch irgendwas anderes drin, aber das schmeckt irgendwie cool. Ist auf jeden Fall eine feine Sache. Zu den Gucci-Bären ist es leider nichts dabei. Habe ich auch vorher noch nie gehört, dass es sowas gibt. Ich weiß nicht, ich kann hier mal schnell gucken. Hier ist sogar, noch Tipps dabei. Chia-Brot zum Beispiel. Für die Chiasamen. Coole Sache. Ja, so viel dazu. Ihr wolltet es ja so. wenn ihr noch, weiß ich nicht, irgendwas wissen wollt, bezüglich diesem Zeug oder was auch immer oder irgendwas anderes, dann lasst mir einen Kommentar da, schreibt es einfach rein. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mal nur ein Infovideo, um so ein paar Gerüchte aus der Welt zu schaffen. Viele haben es mitbekommen, die bei Facebook in unseren Gruppen sind oder mich verfolgen bei Facebook, bei meiner Fan-Like-Seite, dass ich einige Autos verkauft habe, unter anderem den Drifter.